am 13. Februar schon da. Kannst du noch mal aus deiner Warte sagen, was hat dich motiviert, zweimal in einer Woche nach Dresden zu fahren? Erstmal wollte ich am 13. und heute denjenigen, die mit langem Atem das hier vorbereitet haben und durchgesetzt haben, meine Unterstützung und meine Hochachtung aussprechen. Denn im letzten Jahr ist ja dieser Mahngang Täterspuren verboten worden. Und das hat niemand verstanden, niemand begriffen, der eine antifaschistische Gesinnung hat. Dafür herzlichen Dank, dass ihr das durchgesetzt habt, dass ihr den langen Atem habt und vor allen Dingen, dass ihr immer wieder daran erinnert, dass es ja nicht Hitler allein war, sondern dass viele, viele ihn unterstützt haben, das zu problematisieren, das zu zeigen und aufzudecken, was man dagegen tun muss. Das ist eine wichtige Sache und darum bin ich gerne in einer Woche zweimal nach Dresden gekommen. Wir haben ja sozusagen einerseits eine breite Unterstützung von den Grünen auch erhalten und andererseits von der Synode der Evangelischen Kirche gab es ja auch mehrere Aktionen im Vorfeld. Könntest du dazu vielleicht nochmal was sagen und was hat dich heute bewegt, hierher zu kommen? Also auf jeden Fall hat mich bewogen, dass Demokratinnen und Demokraten deutlich machen wollen, wieder deutlich machen wollen, die Nazis haben keinen Platz, nicht in dieser Stadt und nicht in diesem Land. Mich hat bewogen, dass es ein breites Bündnis gibt von sehr, sehr vielen, die hier demonstrieren, die auf diesem Mahngang sind, die an anderen Stellen in Dresden deutlich machen, wir wollen die Nazis nicht in dieser Stadt und die auch deutlich machen, die Demokratie ist es uns wert, immer wieder auf die Straße zu gehen und deutlich zu machen, ja, dafür kämpfen wir. Ja, vielen Dank. Wir haben alle drei gehören zu den Erstunterstützerinnen des Aufrufs von Dresden Nazifrei, des Blockadeaufrufes von Dresden Nazifrei. Und von daher vielleicht jetzt als erstes an Gesine Lösch die Frage, warum ist die Unterschrift geleistet worden und warum ist auch ziviler Ungehorsam notwendig und legitim? Ich habe es lange gehört, dass Zuständige, Anständige aufgerufen haben, etwas zu tun. Ich will, dass die Zuständigen auch etwas tun. Und darum stehe ich auch mit meinem Namen für diese Aktion für Dresden Nazifrei. Und ich rufe alle Zuständigen in unserem Land auf, sich einzureihen, nicht Sonntagsreden zu halten oder irgendwo andere Dinge zu besprechen, sondern sich offensiv hier in Dresden zu zeigen und ein deutliches Zeichen zu setzen. Wir alle wollen keine Nazis in unserem Land. Wir werden uns ihnen entgegenstellen und es würde mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr bei solchem Aufruf noch mehr haben und vor allen Dingen diejenigen, die andere aufrufen, etwas zu tun, demokratisch sich zu verhalten, auch dabei zu sein. Ich verlange, dass auch eine Bundeskanzlerin und Mitglieder der Bundesregierung hier Flagge zeigen. Das wäre ein richtiges Zeichen und ich bin dagegen, dass Menschen, die gegen Nazis aufstehen, kriminalisiert werden. Ich glaube, hier braucht es eine klare Sprache.